Der AquaVolta ECA Plus, auch Water Tractor genannt. Unser Traktor unter all den ganzen Wasserionisierern. Man sieht es auch an seiner Größe. Er hat ein Doppelfiltersystem, hat in seiner Anzeige zwei Filteranzeigen. Der zweite Filter kann doppelt so viel wie der erste Filter. Alles schön digital, litermäßig angezeigt, wie viel da noch übrig ist. Und das ist essentiell, wie viel Liter pro Minute da jetzt da durchfließt, durch den ganzen Ionisierer. Er zählt alles Wasser, was reingeht. Die Hälfte davon ist basisch, die andere Hälfte sauer. Alles in allem kann ich nur dieses Gerät besonders allen Therapeuten empfehlen, allen Landwirten, jeder, der einigermaßen professionell mit Wasser umgehen möchte und verschiedenste funktionelle Wässer, wo ein weißes Wasser rauskommt, wo oben da plötzlich irgendwie Calcium ausflockt, wo das, der Wasserstoff so laut knallt, dass die Ohren pfeifen und wir verschiedene desinfizierende Wässer hier rausbekommen, neutrales Wasser. Wir haben 8 verschiedene Wässer hier. 4 gesalzene Wässer von hier und aus dem Abwasserschlauch und 4 basisch und saure Wasserwässer von hier und aus dem Abwasserschlauch. Weil wenn man die beiden Wässer vermischt, hat man dann auch nochmal ein neutrales Anolyt oder Katalyt. Neutrales pH, trotzdem desinfizierendes Wasser, das nicht angreifend ist. Also dieses Gerät, gerade mit seinen 2 neuen Elektroden für das, nur diesen Auslass, 9 Elektroden für, speziell nur für dieses gesalzene Wasser, was das Salz wird hier durch diesen Salzfach rein dosiert mit einer Pumpe. 2 verschiedene Wasserzellen, jeweils 9 große Elektroden, also sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Und davon träumt hier die Firma Kangen, würde ich mal sagen, die immer nur mit einer Wasserzelle arbeiten und dann die Salzdosierung ohne Pumpe, sondern das ist einfach die professionelle Version. Die nächsten Geräte, die es so gibt, die können nicht alles, was dieses Gerät kann, nämlich sich selber frei von Kalk auf den Elektroden zu halten. Es hat eine Flussumkehr- und Polumkehrautomatik. Sprich, jedes Mal, wenn Sie abfüllen und stoppen, wechseln die Polaritäten der Elektroden und beim nächsten Mal fließt das Wasser genau sozusagen andersherum durch. Und so hat man dann die Wasserzelle immer gleichmäßig belastet. Das Einzige, was dann verkalkt ist, hier der Auslass. Man sieht, da ist schon keine Kalkschicht dort. Und immer wenn Sie merken, das wird dünner, so wie bei den anderen guten Ionisierern, die ihre Elektroden gut geschützt haben, da wird es dann nämlich hier dünner und am Abwasserschlauch wird es mehr, dann kann man entkalken. Grundsätzlich, also optimaler Kalkschutz, besser geht's nicht, stärker geht's nicht. Dafür, was er kann, nämlich 2 verschiedene Geräte in einem, geht es auch nicht schöner, denn hier das Beispiel, das wäre ein Gerät, so eine ECA-Anlage, das auch nicht mehr kann, aber eben 10.000 Euro mehr kostet, ohne Durchflussanzeige und irgendwelche Kalkschutzmechanismen. Also alles in allem sehr zu empfehlen. Wenn ich mir einen Ionisierer holen würde, dann wäre es definitiv dieser. Serviço de alto-falante, gordo pau da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra falar de uma vez pra esse moço. Carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira.